Werte Zuschauer, Sie sehen jetzt einen Film über Heinz Juhl. Das wäre ich dann selber. Künstler, Bauherr und Möbeldesigner. Heinz Juhl ist das Enfant terrible von Zermatt. In seinem Laden im Zentrum des Schiedorfs gibt es die Eigenkreationen zu kaufen. Lauter Unikate in sehr eigenwilliger Gestalt. Also die Musikszene hat mich inspiriert zu diesem Sessel. Das ist ähnlich wie die Flight Cases, die Boxen. Das kann man so aufmachen. Das hier innen anhängen. Tja. Direkt unter Heinz Juhlens Geschäft befindet sich das Vernissage, eine Kneipen- und Kulturlandschaft auf drei Untergeschossen, die der Künstler gestaltet hat. Möbel, Wände und Mobiliar sind beweglich und verwandeln auf Knopfdruck die Bar in einen Konzertsaal oder ein Kino. Das Vernissage ist auch eine Ausstellungshalle, in die in- und ausländische Künstler mit ihren Werken nach Zermatt eingeladen werden. Veranstalter und Kurator ist Heinz Juhlen. In diesem ehemaligen Bergbahnhof ist die Werkstatt von Heinz Juhlen. Hier bauen 5 Mitarbeiter nach seinen Plänen all die Möbel, Objekte und Accessoires, die den Künstler auch über die Schweiz hinaus bekannt gemacht haben. Alle Ideen hält der Allround-Künstler per Hand in Skizzen fest. Die meisten seiner Kreationen sind Unikate und entsprechend kostspielig. Metall und Holz, Glas und Licht sind seine bevorzugten Werkstoffe. Das ist immer, wenn die Straße zu ist, das ist immer ein riesiges Zeichen. Jetzt muss ich dir schwer sagen, die Straße aufhüten. Das wissen wir noch. Wenn Heinz Juhlen als Künstler arbeitet, wird es abenteuerlich. Per Hubschrauber hat er sich zum Beispiel aufs Matterhorn fliegen lassen, um Blechdosen den Berg hinunterzuwerfen. Die demolierten Dosen landen als Kunstobjekte an der Wand.